Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir haben in der letzten Folge die Chaos-Theorie von Jurassic World abgeschlossen und wollen in dieser Folge mit der Chaos-Theorie von Jurassic World Fallen Kingdom beginnen. Rückkehr zur Isla Nublar. Kehre zurück zur Isla Nublar und den Überresten von Jurassic World. Hilf Claire und der DPG, den Sauriern ihre Freiheit zu verschaffen, während der Sibo inaktiv ist. Das hört sich doch mal wieder nach Dinosaurier fangen anstatt Park bauen an. Ich bin gespannt. Jede Katastrophe, und wie könnte man sie sonst nennen, hat das gesamte Konzept von Jurassic Park und das von Jurassic World immer weiter in Frage gestellt. Die Insel gehörte den Sauriern. Und wie es das Schicksal wollte, hat die Natur ausgelöscht, was wir entfesselt hatten. Mit oder ohne Park? Die Saurier blieben und sie verdienten eine Chance zu überleben. Man bildete eine Gruppe, die DPG, die Dinosaur Protection Group, geführt von Claire Dearing. Aber was, wenn sich das Chaos anders abgespielt und die Natur nicht mit solcher Wucht den Reset-Knopf gedrückt hätte? Was, wenn Claire zurückgehen könnte? Um den Zurückgebliebenen vielleicht sogar zu helfen. Um den Sauriern endlich das zu geben, was wir ihnen gleich hätten geben sollen. Frieden. Seit ich die Insel das letzte Mal sah, hat sich so vieles geändert. Träume und Leben wurden zerstört. Die Welt hatte mit unseren Taten und unserem Versagen abgeschlossen. Dann brach Chaos aus. Anhörungen, Befragungen, alle haben nach den Schuldigen gesucht, nach den Verantwortlichen. Aber etwas Gutes entstand auch aus diesem Ehrgeiz und aus unseren Fehlern. Die Welt hat nun Saurier. Erneut. Und alles hat sich verändert. Wie auch ich. Warum zurückkehren? All die ganzen Erinnerungen und Albträume. Ganz einfach. Unsere Arbeit, meine Arbeit, sie ist noch nicht getan. Ich fasse es nicht, dass Sie mich zur Rückkehr überredet haben. Gut, vielleicht war es auch eine gerichtliche Verfügung, aber das ändert nichts. Hey, ich bin hier, Sie sind hier und die Saurier, die sind auch hier. Ja, wir sind eine große Problemfamilie. Finch, es gibt Arbeit. Und eine Last zu tragen. Die Saurier sind unsere Verantwortung, ob es uns gefällt oder nicht. Das ist der Deal, also können wir auch loslegen. Es geht doch nichts über die Gegenwart, nicht wahr? Hä? Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Bauen wir als erstes eine Operationsbasis. Das muss alles weg. Als wären wir nie hier gewesen. Einrichtungen, Attraktionen, Schutzräume, Toiletten. Reiß alles ab. Okay, vielleicht fangen wir doch keine Dinosaurier, aber wir werden definitiv hier keinen Park bauen. Und warum zur Hölle ist eigentlich der Cabot wieder am Start? Ich meine, die gerichtliche Verfügung, die hätten wir doch jetzt auch mal lassen können. Wir hätten das doch einfach mal hier in Ruhe machen können. Na egal, wir müssen das alles hier abreißen. Dann tun wir das mal schön alles weg damit. Baue folgendes, Unterstützungsanlage und paläomedizinische Anlage. Na dann mal los, erstmal die Unterstützungsanlage, damit wir hier auch ein paar Sachen machen können und gleich hinterher die paläomedizinische Anlage. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier keinen Park bauen müssen, aber andererseits habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Plan, was wir eigentlich überhaupt hier machen sollen, außer den Dinosauriern helfen natürlich. Wir wollen unsere Spuren reduzieren, nicht vermehren. Also ist es besser, Gebäude zu reparieren, anstatt neue zu bauen. Okay, was haben wir hier? Kleines Kraftwerk. Das repariere ich sehr... Wow, da haben wir aber ganz schön viele kleine Kraftwerke. Naja, die müssen alle repariert werden. Und dann haben wir hier noch ein Wissenschaftszentrum. Okay, gut, reparieren wir das Umspannwerk mal auch. War zwar nicht meine Absicht, aber kann wahrscheinlich nicht schaden. Als alles den Bach unterging, haben sich die Tiere in alle Richtungen verstreut. Wahrscheinlich konzentrieren sie sich jetzt in Teilen der Insel, die sie an ihre natürlichen Lebensräume erinnern. Wir müssen also denken wie sie. Dort finden wir unsere Saurier. Nimm bei der Gruppe der Brachiosauren, der Ankylosauren, der Allosauren und der Stegimoloch eine Statusüberprüfung vor. Na, hallo, hier ist ein kaputtes Tor, da haben wir die Ankylos. Na, wie geht es euch?
So, hier bitte einmal eine Statusüberprüfung. Warum kann ich die nicht machen? So, jetzt aber. Statusüberprüfung. Du hast schon mal zu wenig Früchte. Okay. Das war ein Schritt zu weit. Wen haben wir hier drin? Sind hier die Allosauren drin? Oh, Stygi Moloch könnte ja auch drin sein. Sind wahrscheinlich Stygi Moloch. Ja, es sind die Stygi Moloch. So, mein Freund. Von dir brauche ich auch mal eine Statusüberprüfung. Dir fehlt Wald. Ja, dann geh doch einfach in den Wald. Ich meine, es ist ja nicht mehr so, dass sie nur noch in ihren Gehegen bleiben müssen. Oh. Ah, die Tür. Wer braucht die schon? Seht euch das an. Ein frei rumlaufender Brachiosaurus. Wie schön das aussieht. Dir fehlt auch Wald. Warum fehlt euch denn allen Wald? Ich meine, hier sind doch überall Bäume. Und da sind auch schon die letzten unserer Liste. Ja, mehrere Dinosaurierbedrohungen. Solange die jetzt unser Fahrzeug nicht kurz und klein schlagen, wird schon alles gut sein. Ihr braucht Beute. Dann gehen wir mal ganz schnell hier weg. Owen, wir können uns jetzt um das Wohlergehen der Saurier kümmern. Verstanden. Wir haben Brachiosaurier lokalisiert, aber wir brauchen ein Gehege. Machen wir doch einen Park? Ich blick da ehrlich gesagt gar nicht so wirklich durch, aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ist ein paar Brachiosauren betäuben. Fangen wir mal mit dir an, mein guter Freund. Und wenn ich mich richtig erinnere, braucht ihr richtig viele Pfeile, nicht wahr? In dich können wir erstmal gut was reinpumpen. Oh ja, der geht ganz schön langsam hoch. Und noch einer. Und noch einer. Das könnte es jetzt schon gewesen sein. Ja, der liegt schon mal. Oh, schaut euch das an, der ist so nett und geht schon mal in das Gehege. Das ist ja wunderbar, dann können wir das gleich zu seinem Gehege machen. Du liegst jetzt auch, oder? Ja, schönes Ding. So, und ich glaube, es waren insgesamt nur drei, die hier rumgelaufen sind. Das heißt, das hier ist der letzte. Kann man hier eigentlich sowas wie stärkeres Narkosemittel erforschen? Ich meine, sinnvoll wäre das ja bei solchen Dinosauriern. Dann einmal zum Ranger-Team-Aufgabe hinzufügen. Wir müssen hier jede Menge Zäune reparieren. Die Besucheranlagen, die können wir später reparieren. Wichtig ist zuerst, dass die Zäune ganz werden. Und während das alles repariert wird, schaffen wir schon mal die Brachiosauren in das Gehege. Ich meine, so schnell werden die jetzt wahrscheinlich nicht da wieder rauslaufen. Naja, vielleicht sollten wir uns auch um das Komfort unserer Dinosaurier kümmern. Ihr braucht Wald, Nüsse, Baum und Wasser. Hier bekommt ihr einmal mehr Wasser. Dann hier euren geliebten Wald, so viel es momentan noch geht. Und natürlich noch eure Nüsse, Bäume. Und wie sieht es jetzt aus? Ihr braucht immer noch mehr Nüsse, Bäume, aber der Rest ist eigentlich okay. Ich denke, mit einem Komfort von 83% können wir auch leben. Ich meine, es steigt ja immerhin weiter. Von daher ist da alles in Ordnung. Der Baryonyx. Auch wenn ich alle Saurier liebe, möchte ich mich von dem doch möglichst fernhalten. Trotzdem müssen wir einen fangen. Also musst du das erledigen. Oh, schaut mal, der ist sogar direkt vor unserer Startposition. Dann Schuss Nummer 1, er fängt jetzt an zu laufen. Schuss Nummer 2 trifft auch. Komm, das reicht doch aus, oder? Ja, der liegt. Gut, dann brauchen wir ein neues Gehege. Wie wär's denn mit dem da? Das sieht relativ sicher aus. Reparieren wir das mal noch so gut, wie es auch irgendwie geht. Oh, da fällt mir ein, der Baryonyx, der braucht ganz schön viel Wasser. Vielleicht haben wir ihn dann doch ins falsche Gehege gesetzt. Stellen wir dem noch eine Fischanlage hin, dann ist er auch bestimmt zufrieden. Warum genau haben wir eigentlich Dinosaurier frei rumlaufen, während wir noch Mitarbeiter draußen rumlaufen haben? Wer genau hat das für eine gute Idee gehalten? So, mein Großer, hallo, na, wie geht es dir? Was fehlt dir denn? Nicht identifiziertes Leiden, okay, wir sind wieder weg. So, dann schauen wir mal, was dir fehlt, mein Freund. Infizierte Wunde. Infizierte Wunde, das müssen wir einmal erforschen. Adekunle. Adekunle, Adekunle. Du reichst nicht aus, aber mit der Goto zusammen reichst du aus. Ihr kümmert euch mal bitte darum. Und dann heilen wir auch mal direkt den Baryonyx. Schuss Nummer 1. Ich glaube, das ist ein bisschen zu nah. Schuss Nummer 2. Ganz ruhig, ich will dir nur helfen. Alles ist gut, ja. Oh, okay. Er lässt uns in Ruhe. Hoffe ich zumindest. Sorge dafür, dass die Triceratops einen Komfort von 90% haben. Sorge dafür, dass die Sinoceratops einen Komfort von 90% haben. Hey, hier ist Owen. Der Triceratops und der Sinoceratops, sie kämpfen um Dominanz und Territorium. Betäuben und fangen wir sie. So können wir ihren Zustand überwachen. Dann können wir sie freilassen und sie werden ihre Differenzen ausräumen. Nicht ohne Gewalt, nehme ich an. Das ist die Natur. Gewinne mit mehr Stärke, Intelligenz oder durch pure Anzahl. Und wir haben uns bereits zu oft in diese Gleichung eingemischt. Vielleicht solltest du ihn nicht unbedingt umbringen. Das wäre mal eine Idee. Hä? Was kann ich denn dafür? Ich wollte ihn noch gerade betäuben.
Der hatte doch schon niedrige Gesundheit, bevor wir überhaupt was machen konnten. Okay, dieses Mal betäuben wir ihn ganz, ganz schnell, bevor der Triceratops und der Sinoceratops sich gegenseitig umbringen. So, der dritte Schuss hilft immer. Du gehst natürlich auch erstmal betäubt. Okay, keine Ahnung, warum du gerade trotzdem runtergefallen bist. Aber du bist jetzt erstmal down. Nein, es wird sich nicht geprügelt, während ich hier bin. Hallo, ihr geht schön erstmal schlafen. So, du gehst schlafen. Du gehst auch mal direkt schlafen. Du brauchst... Nein, Helikopter, rückwärts. Jetzt. Du, mein Freund, gehst auch mal schlafen. Schuss 1, Schuss 2, das war's mit dir. Und dann haben wir da noch einen Triceratops. Der muss natürlich auch weg. Und du liegst jetzt auch. Schön. Das muss jetzt aber gewesen sein. Ja, alle betäubt, das heißt, niemand kann sich prügeln. Reparieren wir mal schnell die Gehege, dann können wir die nämlich getrennt voneinander aufstellen. Die Triceratopse kommen mal hier rein, dann können die Sinoceratopse jetzt da bleiben, wo sie sind. Dann wecke ich euch dreimal schnell noch auf und ihr könnt in einem Gehege ohne Stress aufwachen. Ist das nicht was Schönes? Aber ich würde sagen, ob diese Nachbarschaft wirklich hinhaut, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen, bleibt lässig und tschüss.